Hi Folks, herzlich willkommen zum aktuellen Gamerblog-Unboxing mit mir, mit eurem Bernie81. Endlich wieder frischer Loot hier am Start. Es ist noch komplett eingeschweißt und es ist das erste Mal, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass dieser Loot von Gamerblog, vorher war es ja Nerdblog, ein Thema hat. Ich meine, im letzten Paket war im Loot-Heft in der Vorschau stand drin, dass dieses Loot-Paket ein Thema hat. Welches Thema das ist, das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eine Premiere, denn es gab im Nerdblog bzw. im jetzigen Gamerblog noch nie ein Thema, solange wie ich es zumindest abonniert habe. So, und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was da drin ist. Und deswegen reißen wir das schöne Paket hier mal auf. Dann ist nämlich auch der Aufdruck hier weg oder auch nicht. Ich guck da einfach nicht drauf. Hier ist wieder mal, da steht wieder mal draußen auf dem Paket, was da drin ist. Aber das will ich natürlich noch gar nicht wissen. Das will ich ja erst wissen, wenn ich reingucke. So, und genau das werde ich jetzt mal tun. Wie gesagt, der Gamerblog M für Major. Das ist gut, dass ich das umgeswitcht hatte, denn in dem anderen war ja jetzt doch nicht so unbedingt das mega coole Zeug drin. So. Ach, was soll der Geiz? Heute fangen wir mal mit dem T-Shirt an. So. Das sieht schon ziemlich orange aus. Und was haben wir hier? King of Iron Fist Tournament. Ja. Das sagt mir jetzt gerade so nichts. Das sieht von diesen Charakteren, die man so ein bisschen hier sieht, das sieht so ein bisschen nach Tekken aus. Ich bin jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so der Tekken-Fan. Ich habe eigentlich immer Street Fighter gezockt. Jetzt gucke ich mal, ob hier nicht schon direkt auch irgendwas draufsteht. Nein, hier steht diesmal kein Hinweis drauf. Also, King of Iron Fist Tournament. Für mich persönlich sieht das nach einem Tekken-Shirt aus. Werden wir später im Lootbuch werden wir das sehen. So, jetzt haben wir hier, das ist ja jetzt auch schon so ein bisschen Tradition geworden, sage ich mal in Anführungszeichen, in den letzten Boxen, ein Spiel. Und zwar ist das Camp Sunshine. Es sieht jetzt nicht unbedingt so einladend aus. Hier diese Schrift, Camp Sunshine, ist ein bisschen blutverschmiert. Hier ist ein blutverschmiertes Messer. Ein dunkler Wald mit einer Pixelfigur, mit einer Taschenlampe. Und ja, was sehen wir hinten? Camp Sunshine ist a 16-Bit Blood-Soak Horror RPG that pits you as Jess, who is dropped off at Summer Camp. Also, scheinbar sind wir irgendwie Jess und der ist im Summer Camp und da geht's richtig zur Sache. Ziemlich blutig, wie es aussieht. Also, wieder mal ein Spiel, ein Key Camp Sunshine. So. Dann haben wir hier, guck mal einer an, ein Buch. Und zwar ist das ein Halo-Buch, New Blood. Für mich ist das natürlich ziemlich doof, weil es ist komplett auf Englisch. Das wird definitiv in meiner, ja, Tausch- bzw. Verlosekiste landen, weil, ja, erstens ist mein Englisch nicht so gut, dass ich das lesen könnte und zweitens, auch wenn ich hier Halo Wars 2 ziemlich geil fand, der Mega-Halo-Fan bin ich jetzt nicht. Okay, also ein Halo-Buch. Oh, dann sehe ich etwas sehr, sehr schickes hier unten. Und zwar ist das ein Metroid
Oder ist das Mega Man? Kunstdruck, auf jeden Fall. Das sieht sehr, sehr schick aus. Ich kann nur jetzt gerade wirklich nicht zuordnen, was es genau ist. Das werden wir später gleich erfahren im Büchlein. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Fallout 4 Window Aufkleber, also ein Fensteraufkleber, scheinbar fürs Auto. 111 steht drauf. Auch damit kann ich nicht wirklich was anfangen, weil Fallout nie gespielt. Ja, jetzt werden einige sagen, das gibt's doch gar nicht, da hast du echt was verpasst. Mag sein, aber man kann natürlich nicht alles zocken. So, und jetzt kommen wir hier zu meiner Meinung nach dem interessantesten Item, was für mich zumindest am interessantesten ist, auch wenn es von Blizzard ist. Es wird irgendeine Figur drinne sein, die ich wahrscheinlich eh wieder nicht kenne, aber es ist zumindest eine Figur. Drinne sein könnten Bastion, Illidan, Tyrande, Raynor, Barbarian. Raynor kenne ich, da der ist von StarCraft 2, das ist kenne ich mal. Soldier 76. Ja, keine Ahnung, Nova, Tracer ist von Overwatch, glaube ich. Dann Pharah, Anubis Pharah, Treasure Goblin und Rainbow Goblin. So. Ich würde mich freuen, wenn hier der Rainer drin ist. Das wäre cool. Den würde ich behalten. Ansonsten habe ich jetzt nicht so den Bezug zu den ganzen anderen Charakteren, die da drin sein könnten. So. Versuche mal zu erfüllen. Tja, ich weiß es nicht. Ich mach's einfach auf. Dafür bin ich mit den Charakteren nicht so verbandelt, dass ich die jetzt vom Fühlen schon erraten könnte. Jetzt machen wir es mal ganz oldschool. Nicht zu Hause nachmachen, muss man ja immer sagen. Und das ist. Okay, natürlich. Eine. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Das muss ich jetzt nochmal gleich nachschauen. So, das ist Rainbow Goblin. Okay, das ist überhaupt nichts für mich. Ich wüsste noch nicht mal, aus welchem Spiel die Figur jetzt hier ist. Hier ist noch ein ganz kleiner Standfuß dabei. Hier ganz klein. Okay, ja. Sieht ganz lustig aus, ist aber für mich leider nicht groß irgendwie was. Wie ehrlich gesagt, die ganze Box, die ist mal für mich persönlich völlig vorbei am Thema, wo wir eben bei Thema waren. Dann wollen wir doch jetzt mal schauen, was da hier los ist mit den Themen. So. Hier haben wir. So, wir haben hier einmal alles. Die Figur, den Fallout-Aufkleber, das Halo New Blood Buch. Ja, so. Metroid. Sagte ich ja eigentlich, glaube ich, auch am Anfang. Das ist ein Metroid-Kunstdruck. Dann das Camp Sunshine-Spiel und das King of Iron Fist Buch, Shirt, Entschuldigung. Und ich weiß immer noch nicht, von welchem Spiel das ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich sehe gerade, dass es nächsten Monat schon wieder ein Thema gibt. Okay. Hat Gamerblock jetzt etwa auch
komplett umgeswitcht auf Themen. Sehr interessant. Also, nächsten Monat ist das Thema Warrior, also Kämpfer. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, weil eigentlich habe ich das ja hier abonniert, weil ich eigentlich keinen Bock auf ein Thema habe. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Und ich bin auch noch nicht auf die Schliche gekommen, was denn jetzt überhaupt dieses Thema war in diesem Monat. Finde ich nicht raus. Gut. Mein Highlight aus dieser Box ist für mich ganz klar dieser Metroid Prime Kunstdruck. Der ist wirklich sehr, sehr schick. Der Rest kann mich wirklich nicht begeistern. Es ist leider so. Vielleicht kann er euch begeistern. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was euch von dem Loot am besten gefallen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao, ciao, euer Bernie81. Tschüss!